Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks. Wir sind auf dem Testserver für die Version 1.10 oder 1.10. Seit Mittwoch sind so grob die Leaks bekannt. Der Testserver sollte eigentlich bereits am Donnerstag online gehen, wurde dann auf Freitag verschoben und dann irgendwann Freitagabend um kurz vor 0 Uhr oder 22 Uhr irgendwann live genommen. Der Artikel ging, glaube ich, erst kurz vor 0 Uhr online. Und es sind tatsächlich dann aufgrund der Probleme, die es wo gab, erstmal nicht alle Features im Testserver in der ersten Version jetzt gelandet, die Wargaming vorgesehen hat. Grundsätzlich vorab als Info: Dieser Patch ist riesig und das in einem Video abzuhandeln ist im Grunde unmöglich, beziehungsweise würde dazu führen, dass das Video anderthalb Stunden geht, 2 Stunden geht, um sich alle Änderungen ausführlich anzuschauen. Deswegen findet ihr in diesem Video hier eine Übersicht. Ich werde mal die Punkte durchgehen, die uns erwarten, beziehungsweise die jetzt auch wirklich mit der ersten Version schon verfügbar sind. Ich werde aber zu den wichtigsten Punkten, und das werdet ihr auch noch sehen, welche das sind, auch nochmal extra Videos dazu machen, denn ich glaube, das ist für die für uns alle einfach besser. Also, wenn ihr das Video hier seht und ihr kommt vielleicht später, schaut gerne mal in die Infokarte, in die Videobeschreibung bzw. weiter bei mir auf dem Kanal, dann sind vielleicht auch schon mehr Videos zu dem ganzen Thema online gegangen. Gucken wir uns aber erstmal die Änderungen an, die insgesamt geplant sind. Das sind jetzt die Leaks, die ich von WOT Express mir ziehe, und da ist geplant die Polen Mediums, die Kartenüberarbeitung der Karte Pearl River, die Kartenüberarbeitung von Prokhorovka, Ruinenberg und Klippe, die Buffs der Panzerreihen IS-4, ST-1, KV-4, KV-3, die Buffs der Panzerreihen T110 E5, M103, T32, die Buffs der Panzerreihen E100, E75, Tiger II, Tiger I, VK36, 01H. Ja, die deutschen Heavys bekommen Buffs. Die Nerfs der Italiener auf Tier 9 und Tier 10, aber es gab jetzt auch schon eine weitere Info, dass wohl auch der Premium-Achter davon betroffen sein soll, hinsichtlich, dass er keinen Ansetzer mehr einbauen kann. Die Nerfs vom Objekt 430 und 430U. Außerdem, und es geht noch weiter, der Steel Hunter Modus ist in diesem Testserver verfügbar zum Testen, der dann ab August losgehen soll. Und meines Wissens eigentlich auch das Equipment 2.0. Davon habe ich jetzt aber erstmal nichts weiter gelesen. Das würde ich mal so ein bisschen in Klammern setzen. Was ist denn jetzt in der ersten Version von diesem Testserver jetzt auch schon drinne? Was können wir uns angucken? Laut dem Artikel von World of Tanks, den ich euch natürlich auch nochmal unten verlinke, dort könnt ihr euch auch den Testserver runterladen, wenn ihr ihn selber spielen wollt. Perlenfluss ist zurück in der Version. Die ganzen Buffs und Nerfs der Fahrzeuge sind drinne. Die Gefechtskommunikation, das hatte ich jetzt vergessen zu erwähnen, also auch das im Gefecht kommunizieren mit Teammates ist verändert worden oder wird verändert. Dazu packe ich euch auch den kompletten Artikel, da gibt es nämlich schon einen Artikel dazu, in die Videobeschreibung. Die Anleihen werden überarbeitet. Wargaming verkauft das so ein bisschen als Buff, also nicht die Anleihen an für sich, sondern das Anleihen Einkommen wird überarbeitet. Insgesamt ist es in meinen Augen aber eher ein kleiner Nerf, wenn man die ganze Spielerbasis betrachtet, denn es wird nur noch möglich sein, auf Tier 10 Anleihen aus Zufallsgefechten oder Großgefechten zu erhalten. Das ist ein bisschen schade. Und Stählerne Jäger findet den Weg auf den Testserver. Die anderen, also Polen Mediums, Prokhorovka, was hatten wir jetzt noch? Equipment 2.0, wie gesagt, so ein bisschen in Klammern gesetzt. Das wird wohl dann erst später in späteren Versionen auf den Testserver kommen. Gerade bei den Polen bin ich sehr überrascht, dass die jetzt schon mit dieser Version kommen sollen, denn wir haben ja erst vor wenigen Wochen eigentlich die Infos bekommen, dass es überhaupt die, also
die Infos, dass es die Reihe geben wird, die ist schon älter, aber die Infos, dass die Reihe jetzt in den Supertest geht, die ist noch nicht so alt und dass jetzt Wargaming bereits mit dem nächsten Patch diese Reihe ins Spiel bringen will, also auf den Live-Server, das überrascht mich dann persönlich schon. Perlenfluss werde ich definitiv ein extra Video dazu machen. Ich packe euch mal die Videos, die ich über Perlenfluss, über die Überarbeitung gemacht habe, oben in die Infokarte. Da könnt ihr euch schon mal an Vorschaubildern einen gewissen Eindruck von der Karte holen. Was ich auch noch vergessen habe, das Rebalancing oder die Neugewichtung der Fahrzeuge beinhaltet nicht nur die russischen Heavies, die amerikanischen Heavies und die deutschen Heavies, wie ich es gerade schon angesprochen habe. Auch die Radpanzer-Nerfs kommen jetzt bereits auch mit dieser Version. Auch das ist ziemlich interessant. Also da geht es ja vor allen Dingen um den Geschwindigkeitsverlust bei Radtreffern. Auch im High-Tier-Bereich gegebenenfalls dort die Verschlechterung der Kanonen. Der Leak auf Word Express, der einerseits sagt, dass auch der Premium-Achter betroffen sein soll bei den Italienern, sagt auch, dass der Premium-Radpanzer von diesen Rad-Nerfs betroffen werden soll. Gucken wir mal weiter. Ansonsten, Balancing der mittleren Fahrzeuge, das betrifft halt, wie gesagt, die Italiener, also Standard B und der Progetto M40 Mod 65, der 10er, das Objekt 430, aber auch das Objekt 430U. Wie angesprochen, die ganzen Heavies, also Russen bis zum IS-4, der E5, die Linie ab T32 und wie gesagt, die E100-Linie. Die Gefechtskommunikation im Spiel wird mit dem kommenden Patch auch überarbeitet. Dazu gab es sogar schon einen Artikel, der ein bzw. zwei Tage bevor der Testserver jetzt live gegangen ist, schon verfügbar war zum Lesen. Den packe ich euch auch mal mit in die Videobeschreibung. Das Ganze ist ziemlich interessant. Ihr werdet es in den kommenden Videos, die ich über den Testserver dann noch hochlade in den nächsten Tagen, auch in den Replays dann sehen. Wir alle wissen ja, dass diese ganze Thematik mit dem Ping auf der Minimap entweder sehr nervig sein kann oder keinen wirklichen Mehrwert liefert, weil entweder zu viel gepingt wird oder man am Ende überhaupt nicht weiß, was denn derjenige einem damit sagen will. Also steht dort ein Gegner, will er dahin fahren? Das sieht man dann meistens erst später oder dann im Verlauf der Runde, beziehungsweise merkt dann vielleicht, dass aus der Richtung Schüsse kommen und kann dann eventuell diese Information mit diesem einfachen Ping auf der Karte in irgendeiner Form interpretieren. Auf der anderen Seite natürlich gibt es genug Leute, die sich überhaupt nicht für die Karte interessieren. Auf jeden Fall will Wargaming das Ganze überarbeiten und ein bisschen mehr mit Informationen anreichern. Ich habe das jetzt schon mir angeschaut und finde die Idee dahinter ziemlich gut. Ich habe aber auch jetzt schon Kritik von einigen Leuten gelesen, die sagen, naja, die meisten Spieler verstehen ja die grundlegenden Spielmechaniken schon nicht. Dann gibt es viele, die sich für die Minimap anscheinend gar nicht interessieren. Und es gibt auch genug, die darauf scheißen, beziehungsweise das einfach spammy benutzen. Ja, mag so sein. Ich finde aber eine Verbesserung des Systems trotzdem gut. Denn wenn es auch nur, keine Ahnung, 10, 15, 25, 30% der Spieler nutzen, ist es trotzdem einen Mehrwert, beziehungsweise bietet halt einen Mehrwert. Ich werde das nochmal explizit in den Replays beschreiben und zeigen. Jetzt nur kurz zur Information. Es gibt also jetzt alles gebündelt auf der Taste T. Bevor die Runde startet, werden auf der Minimap, je nachdem wie groß die Karte ist, 3, 4 Punkte markiert. Das sind so typische Punkte, wo man hinfährt. Zum Beispiel bei Minen ist es der Berg oder Richtung Berg. Und man kann auf der Minimap diese Punkte anklicken, beziehungsweise wenn man da in die Richtung zielt, bevor die Runde startet, kann man mit T auch die Runde markieren, die Punkte markieren und sieht dann, wenn das andere auch getan haben, wie viel denn in diese Richtung fahren wollen. Und das ist schon mal ganz interessant. Zusätzlich kann man auch auf der Minimap jetzt selber Pings setzen. Zwei verschiedene. Einmal, Achtung, da ist irgendwie was. Oder mit der anderen Maustaste dann die Stelle markieren, dass man da hinfahren will. Und andere können dann auch wieder diesen Punkt mit T markieren, dass sie auch einem dann folgen. Für die Arti ist es ähnlich. Sie kann auch wieder ganz normal mit Steuerung gedrückt halten, dann auf der Minimap klicken, mit der linken Maustaste einen Bereich mit Achtung markieren. Beziehungsweise wenn man im Zielmodus ist, dann auch explizit einen Panzer markieren mit T.
oder mit der rechten Maustaste auf der Minimap auch weiterhin seinen Zielbereich verschieben. Das ganze Menü, dieses Rundmenü, was wir ja auch schon kennen, wird auch überarbeitet, ist mit der Taste T verfügbar. Je nachdem, wo man hinzielt, kann man also Gelände markieren mit ich fahre zu der Position, Achtung, SOS oder ich lade nach. Wenn man auf Gegner zielt, kann man halt sagen, ich brauche Hilfe, beziehungsweise ich greife den Gegner an. Und als Verbündeter kann man auch jemanden anpingen und sagen, ich komme dir zur Hilfe. Ich brauche Hilfe, zieh dich zurück, vielen Dank, Hilfe und lade nach. Also insgesamt ein System, was meiner Meinung nach das Ganze ganz gut anreichert, für mich wirklich einen Mehrwert liefert und ich natürlich hoffe, dass so viele Spieler wie möglich das dann auch aktiv nutzen und dadurch auch eine bessere Kommunikation mit den eigenen Teammates im Gefecht möglich ist. Kommen wir zu der Überarbeitung der Anleihenmechanik, also zu den Bonds. Bisher war es ja so, dass man auch mit Nicht-Tier-10-Fahrzeugen, wenn man gewisse Auszeichnungen erhalten hat, in Zufallsgefechten Anleihen verdienen konnte. Das nimmt Wargaming mit dieser Überarbeitung weg und deswegen sehe ich das eher als groß gesehenen, also auf die Spielerschaft gesehenen Nerf, weil nicht jeder unbedingt Tier 10 spielt. Es wird also den meisten Leuten die Möglichkeit genommen, in Zufallsgefechten in Zufallsgefechten Bonds zu verdienen, wenn sie nicht Tier 10 fahren. Ich lese es einfach mal vor. Also zumindest nicht alles, aber so ein Ausschnitt. Unser Ziel ist es, das ganze System transparenter, verständlicher und berechenbarer zu machen. Aus diesem Grund führen wir die folgenden Mechaniken ein. Im neuen System geben euch epische Medaillen und Auszeichnungen für besondere Leistungen im Gefecht keine Anleihen mehr. Stattdessen könnt ihr sie nicht nur in einstufigen Gefechten verdienen, sondern in allen Zufalls- und Großgefechten in Stufe 10 Fahrzeugen. Solange ihr unter den 10 besten Spielern eures Teams seid, gewertet nach verdienter Erfahrung. Wie viele Anleihen ihr bekommt, hängt von eurer Leistung im Gefecht ab, wie die folgende Tabelle verdeutlicht. Das heißt, wenn ihr unter den besten 10 seid und gewinnt, gibt es 5 Bonds. Wenn ihr unter den besten 10 seid, verliert oder unentschieden habt, 3. Unter den besten 3 bei Sieg 7. Unter den besten 3 bei Niederlage 5. Ja, das macht es transparenter. Es soll auch so sein, dass man pro Woche mit jedem Tier 10 Fahrzeug maximal 50 Anleihen verdienen kann. Alles schön und gut, ja, es macht es transparenter. Ob es es unbedingt vorhersagbarer macht, wie viel Bonds man verdient, stelle ich mal in Frage. Denn wer kann denn schon bitte schön planen, ob er jetzt unter den besten 10 oder den besten 3 ist? Genauso wie man nicht planen kann, irgendwelche Medaillen zu verdienen, um dann dafür Bonds zu bekommen. Also Wargaming ernsthaft, das ist kein Buff, das ist ein Nerf. Es werden einfach sehr, sehr viele Spieler davon ausgeschlossen, jetzt in Zufallsgefechten Bonds zu verdienen. Denn es geht ab diesem Patch dann nur noch, wenn das so kommt, nur noch für Fahrzeuge ausschließlich als Stufe 10. Und das ist scheiße. Damit schließt man wieder einen gewissen Spieleranteil aus. Und warum? Warum? Das zeigt eigentlich wieder nur, dass Wargaming unbedingt die Leute ins Tier 10-Gefecht bringen will. Durch so gewisse Anreize, die man halt hier und da setzt. Und warum möchte man das? Natürlich, weil man in Tier 10 des Öfteren mal vielleicht auf Premium-Munition zurückgreifen muss oder auf Direktiven, die Bonds kosten oder auf Verbrauchsgüter, die Credits kosten. Und am Ende braucht man halt entweder Premium-Panzer, um dann wieder die Credits zu verdienen, die man sich kaufen muss, oder halt einen Premium-Account, um halbwegs plus minus null aus der Geschichte rauszubekommen. Unterm Strich nützt dieses System also nur dem Umsatz, dem Cashflow für Wargaming und das finde ich insgesamt schlecht. Gehen wir weiter. Stählerne Jäger, auch das werden wir uns noch entsprechend anschauen. Das ist ja der zweite Teil der Expedition. Das erste halbe Jahr war ja mit Frontline gefüllt. Das zweite halbe Jahr ist dann Stählerne Jäger, wo man sich dann entweder den Char nochmal erspielen kann oder das Objekt 777 war es, glaube ich. Oh Mann, ey. Wir gucken mal hier bei Stählerne Jäger rein. Da kommt man in die Übersicht. Ich glaube, das war das. Wie kommt man hier in die. Hier war es, genau. Steel Hunter. Hier sieht man die Belohnungen. Genau. Also den AE kann man sich erspielen, den Char, beziehungsweise das Objekt 777 Version 2. Also zwei von den drei Panzern kann man sich maximal dieses Jahr in die Garage stellen. Dafür muss man aber auch alle 8 Wochen spielen, also 4 Wochen Frontline und 4 Wochen Stählerne Jäger.
Das soll es mit der Übersicht gewesen sein. Wie gesagt, ich habe versucht, das Video so kurz wie möglich zu halten, auf das Wichtigste drauf einzugehen. Das Wichtigste in meinen Augen, und das werden wir auch nochmal extra behandeln, ist Perlenfluss, ist die Buffs und Nerfs der einzelnen Panzer. Wenn die Polen-Mediums kommen, natürlich diese Panzer auch. Den Sterne-Jäger-Modus werden wir uns definitiv anschauen. Und wenn dann die Überarbeitung des Equipments kommt, das natürlich auch, falls es kommen sollte. Im Moment würde ich dieses Thema einfach mal so ausklammern. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert auch gerne meinen YouTube-Kanal, um keine zukünftigen Videos mehr zu verpassen. Mein Dank geht noch raus an meine großen Unterstützer auf YouTube und auf Twitch. Das sind Parsival, Kulle, Kedök, Synam, Irondal und Thomas. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer Oher.